Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Cointrend on Tour heute. Wir sind auf dem Weg nach Warschau und wollen Inderhash ein bisschen auf den Zahn fühlen. Aber es gibt eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir klären wollen. Schafft es Patrick einen Wortwitz mit wahr und schau rauszufinden, dass am Ende der Folge. Aber ich muss euch auch sagen, ich bin ein ganz großer Fan so von Auto-Vlogs auf YouTube. Und es gibt eine Sache, die darf in einem Car-Vlog nicht fehlen. Hit it, Patrick! Ja, wir sind jetzt im Auto unterwegs, auf dem Weg nach Warschau. 660 Kilometer sind es von hier aus noch. Wir haben 6 Stunden Fahrt vor uns. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viel Stau, keine Unfälle oder irgendwas. Wird natürlich eine interessante Sache. Wir wollen viele, viele Videos machen. Zum einen natürlich, was Inderhash betrifft, aber auch allgemeine Sachen, natürlich auch das vom Trip hier. Und ich hoffe, ihr könnt dann auf jeden Fall eine Menge mitnehmen. Wir wollen auch die unbequemen Fragen natürlich stellen, ein paar Sachen rausbekommen und werden euch dann natürlich zeigen, sicher noch von der Fahrt unterwegs, aber auch wenn wir dann in Warschau angekommen sind und ab morgen auf jeden Fall aus dem Büro von Inderhash. Ja, die Reise hat nur 9 Stunden gedauert insgesamt, mit Pausen natürlich, aber wir haben es dann doch endlich mal geschafft, auch wenn die verschiedenen Mautstellen uns doch vor größere Probleme gestellt haben, aber ich denke, wir haben es dann doch erfolgreich, zumindest jetzt geschafft. Mal abwarten, was jetzt noch kommt, ansonsten müssen wir nämlich mal einen Weg hineinfinden. Hallo liebe Leute, kommt rein, MTV Cribs heute aus Warschau. Schaut doch mal in die gute Stube, wo wir heute nächtigen werden. Zuerst mal haben wir einen schönen großen Wohnbereich, der mit einer offenen Küche beschmückt ist. Das heißt, wir können selber kochen, was wir nicht machen werden. Aber wir haben die Möglichkeit auf jeden Fall, haben sogar hier einen großen Backofen, Mikrowelle, habt ihr da gesehen. Das, was hier drüben hinter dem Vorhang ist. So, das ist der Balkon. Ja, ziemlich groß. Wir haben eine schöne große Couch. Wir wissen eigentlich gar nicht, wohin mit dem ganzen Platz. Fernseher für unser geliebtes polnisches Fernsehen. Ich kenne keinen Sender. Aber das geht, glaube ich, nicht nur mir so. Und ja, schauen wir doch mal hier drüben. Das ist das Schlafzimmer. Hier habt ihr auch nochmal den Zugang zum Balkon. Und ja, wenn ihr schon nochmal nach Warschau wolltet, ich kann nur empfehlen, vielleicht hier in der Oxygen-Residenz unterzukommen. Auch ohne Sponsored Post. Sehr, sehr geile Sache auf jeden Fall. Ja, und das Bad darf natürlich nicht vergessen werden. Ein Dusche, Badewanne, das Übliche halt, aber in sehr, sehr hoher Qualität. Hier lässt sich es auf jeden Fall leben. Fußbodenheizung. Fußbodenheizung auch noch? Ja, auf jeden Fall. Also, ja, für uns ist es jetzt 1.35 Uhr. Wir machen jetzt das Video für euch, gleich noch der tägliche Cointrend. Ich hoffe, das Internet funktioniert. Ansonsten kann ich hier nämlich erst morgen hin hochladen. Es geht aber früh 9.45 Uhr schon wieder los. Dann geht es rüber zu Inderhash. Da startet am Mittwoch, also für uns morgen, zumindest wenn man das Schlafen noch mit dazu zählt, das ICO, die zweite Stufe, und da wollen wir natürlich dann vorbeischauen und mal gucken, was es so im Inderhash-Quartier gibt und auch schon, was es so für Einblicke in die neue Version dann mit den Kryptos gibt. Darauf sind wir schon sehr gespannt. Ich verabschiede mich zumindest für heute aus der Stelle und wir sehen uns dann im Cointrend wieder. We have the wrong target group for that. Like we have 29% males, so damn. More. 29? More? 29% for us, like on our channel. It's 97 for 97.
Really? How you can you say that? You do striptease or something? How can it be 29% males only? We have a few young German girls are you speak into about crypto. Bitcoin on Bitcoin. But 29. Yeah, 29. Sorry, 92. Oh, okay. Sorry. It's the Germans. I was gonna say, I'm moving to Germany. No. That's sorry. The young have. Ich bin auf den Gaming-Room gespannt, das ist doch das Wichtigste. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil, wo die verschiedenen Sachen der Influencer aneinander sind. We also bought a PlayStation. Throughout all the office right now, yeah, it's a big challenge. Everybody talks about being the best one. I'm better than everybody. So you'll see me here. Der Aufnahmeraum hat das Feature, was ich fürs Büro wollte. Wenn das mal nicht der beste Aufnahmeraum ist, den ich je gesehen habe, dann weiß ich auch. Ein Spielteppich! If you guys want, you can check it out. Yeah. You can definitely. Ich finde es ziemlich cool, dass die ganzen Sachen von den Influencern herhängen. Es sind auch wirklich ein paar richtig coole Sachen dabei. Und herzlich willkommen zu unserem Interview mit InderHash. Wir sind heute in Polen, wisst ihr ja schon, in Warschau. Und Barbara hat uns eingeladen, hier zu sein und steht jetzt auch für ein Interview zur Verfügung. Ihr habt ja auch ein paar Fragen gestellt und genauso wollen wir das Ganze natürlich durchziehen. Am Anfang geht es natürlich erstmal nochmal allgemein erklärt, worum, was InderHash überhaupt ist. Für all die, die vielleicht neu dazukommen. Und dann stellen wir natürlich auch ein paar tiefere Fragen, auch die, die ihr an uns gestellt habt, um die dann weiterzugeben. So, hi Barbara, thanks for having us here. It's a pleasure so far. Hello, like, thank you very much for coming. I know it was a long way. Yeah, also the weather isn't the best at the moment. Yeah, I know. So I was talking about, like, we're going to introduce InderHash, like, at all. Like, we have a lot of new viewers, so could you explain to them, like, what InderHash is and what the plan is with the tokens? Sure. So InderHash is mobile app based platform that connects influencers with global brands such as Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, L'Oreal, P&G, and so on and so forth. We have also, by the way, office in Berlin. Yeah. We are also opening a new one in Düsseldorf. And right now we have over 300,000 influencers. We operate on 70 markets. Mm-hmm. And we noticed that there is a challenge with payments, because operating on 70 markets and payments for influencers all over the world is a real headache. Yeah. Especially that bank systems are not ready for that on one hand. On the other hand, it's quite expensive. So we had to set the minimal withdrawal for influencers. Mm. And as we work with really big brands, they have to wait from 40 to 60 days for getting paid. So we came up with an idea that tokenizing what we're doing can solve some of the current problems, like what I mentioned. So using people, if they choose InderHash coins,
So our tokens, they will be able to get it immediately with no minimal withdrawal. And also we want to incentivize them by giving them 20% more, then they would be able to get in fiat. So this is one thing. And we also created entire crypto economics so that there are many ways we can use tokens. So, um das Ganze für euch zu übersetzen, es war ja nicht wenig, also InderHash ist erstmal eine Influencer-Plattform, die besonders, you're faced on mid-tier Influencers, ja. Also es geht um mittelgroße und kleinere Influencer, die aber auch den Zugang zu den Marken brauchen, weil die großen Influencer haben natürlich immer ein Management dahinter. Und hier geht es darum, die Verbindung zu schaffen über die App zwischen den Influencern und der Brand und das Ganze zu automatisieren und sozusagen schneller zu machen. Und da ist das Problem, die Bezahlung der Influencer dauert einfach viel zu lange, weil die Banken gar nicht darauf vorbereitet sind, das Geld über diese weiten Strecken zu transferieren. Das dauert viel zu lange, es kostet auch viel zu viel und deswegen musste auch zum Beispiel eine Mindestauszahlung eingeführt werden. Das alles gibt es mit dem Token nicht. Das heißt, wir haben eine sehr schnelle Auszahlung. The payment is like immediately, like just seconds, I guess. Yes. Also die Zahlung dauert nur ein paar Sekunden und das ist natürlich viel einfacher und wir hatten auch schon, also man kann auch schon die App sich runterladen, wie gesagt, you're established in 2016? Yeah, so actually we launched officially in January 2016. Mm-hmm. Before that we have been working on the technology and from January 2016 we were selling campaigns and doing campaigns for the clients. Ah, okay. So, also die Firma an sich ist schon seit Januar 2016 am Start, deswegen, das war auch der Punkt, den ich immer vorgebracht habe. Es ist schon ein funktionierendes Produkt, das, was die meisten noch nicht am Markt haben. Und und da wird das Ganze jetzt integriert. Ja, hallo liebe Leute, jetzt sind wir bei meinem Highlight persönlich von diesem Trip heute, weil wir dürfen uns heute einen Lamborghini Huracan 610-4 anschauen. So ein bisschen so mein Traumauto im Moment. Und ich kann euch sagen, ja, Patrick zeigt euch alles, was ihr sehen müsst. Ab dafür. Sagen soll. Das ist schon krass, ja. Wie ist der Plan? Wie ist der Plan? Juni oder nicht? Ja, wir sind gerade hier in Warschau im InderHash-Büro, im Conference Room und mit den anderen YouTubern, die am Start sind. Und ja, ich wollte euch eigentlich nur ein kurzes Update geben, damit ihr seht, dass ich nicht verschollen bin. Wir haben es geschafft nach Polen, haben es überlebt. Wir haben auch. Also ich freue mich schon richtig auf das Video, was wir euch vom Trip zeigen, also was wir da alles zu zeigen haben. Patrick sitzt rechts neben mir, also wenn ich rüber gucke, dann ja, wundert euch nicht, sondern da sitzt Patrick. Und ja, das kommt verzögert. Du musst jetzt entweder lange wedeln oder du siehst es nicht. Also übelst geile Sachen, die wir vom Trip haben. Wir müssen sogar noch ein paar andere Sachen machen. Wir haben ein schönes Interview gemacht mit der CEO-Dame von InderHash mit euren Fragen auch beantwortet.
heute, also wir schaffen es jetzt natürlich leider nicht, das Video noch schnell zu schneiden und heute Abend dann direkt online zu bringen. Aber wer da schon am ICO interessiert ist, geht ja 7 Tage. Das heißt, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Da muss Patrick halt mal arbeiten und muss mal ein Video schneiden. Oder 2 oder 3. Also wir haben ein schönes Interview für euch gemacht, auch ein paar interessante Sachen rausgekriegt. Wir hatten heute auch einen Einblick in, ja, nicht nur in die App selbst, sondern auch in das Dashboard, wie in der Hash das Ganze sieht oder die Brands und interessant, was da alles für Informationen gibt zu dem ganzen Thema. Und dann hatten wir vorhin, als das ICO dann gestartet ist, hat es gleich erstmal die Website lahmgelegt, weil einfach so viele Leute darauf zugegriffen haben. Und das ist jetzt aber wieder gefixt. Da war natürlich ja erstmal ziemlich viel los. Das IT-Team schwer beschäftigt. Und jetzt läuft aber wieder alles ganz normal. Ihr kriegt ja auch eine E-Mail, was ihr machen müsst. Ja, ich wollte euch nur ein kleines geben. Wir wollen jetzt nicht jeden Kurs einzeln durchgehen, weil erstens schaffe ich das gar nicht und zweitens ist das Setup hier natürlich nicht das Beste. Also ich lebe auf jeden Fall noch und wir hören uns beim nächsten Cointrend. Ja. Hallo Leute, heute zum Donnerstagmorgen bei uns. Ich war gestern leider abends nicht mehr so fit, deswegen gab es ja kein Update. Wir wollen uns jetzt aber auf den Weg nach Hause machen, wollen noch schnell was essen vorher und dann wieder die 7-8 Stunden nach Hause fahren. Wir hoffen, wir kommen schnell zu Hause an und dann erstmal ein bisschen Ruhe. Es waren ziemlich anstrengende Tage. Hier in Warschau schneit es ohne Ende gerade. Es bleibt schon der erste Schnee liegen. Das heißt, Straßenbedingungen sind auch nicht die besten, aber ja, wird schon werden. Bis dahin.